verehrtes Publikum, vorab eine Entschuldigung, doch ich muss die Gelegenheit ergreifen. Jetzt, wo ich mir Gehör verschuf, im Genuss bin eines guten Rufs, eine 20 Jahre alte Rechnung zu begleichen, erwarten Sie an dieser Stelle eher ein Niveaugefälle. Es steht Ihnen frei zu wählen, andere Musik. Aber meine Wenigkeit wartet schon eine Ewigkeit darauf, dass die Gelegenheit sich mir einmal ergibt. Denn das Viktoria-Gymnasium in Aachen schreibt sich auf Wikipedia mit meinem Namen. Bekannter Schüler dieser Schule soll ich mal gewesen sein. Das ist grundsätzlich zwar richtig, aber jetzt mal im Detail. Dass ich dort Schüler war, ist etwas übertrieben. Ich hätte mich mehr als Geschädigten beschrieben. Neben Mathe und Latein brachte man mir dann auch bei, dass ich nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft im preußischen Sinne ähnlich dem Roboter, der Ja und Amen sagt und die Vokabel lernt und andere verpfeift, sowie ein Hilfssheriff des Lehrkörpers und insgesamt recht aufmüpfig voll sei. Da wurde ich zum Direktor zitiert. Präventiv hat er gesagt, dass er mich rausschmeißen wird. Da hab ich noch nichts gemacht, geschweige irgendwas gesagt. Drohten sie mir schon mit ihrem Repressalienapparat. Denn Kinder haben nicht genug Angst vor den Noten. Man muss sie gleich mit der Explosion bedrohen. Dieses Konzept funktioniert zwar nicht bei dem, der explodiert wird, aber sorgt dafür, dass der, der die Bestrafung nur beobachtet, aus Angst zu einem tugendhaften, im preußischen Sinne ähnlich einem Roboter, der Ja und Amen sagt und die Vokabeln lernt und andere verpfeift, so wie ein Hilfsscheriff des Lehrkörpers und insgesamt recht aufwendig wurde. Stellt euch mal vor, ihr seid der junge Danger Dan. Glaubt ihr, ihr könntet das im Ansatz nur verstehen? Natürlich nicht, ich war ein ganz normaler Jugendlicher, der sehr gerne kifft und dabei Rapmusik hört. Nach ein paar Monaten im hohen Bogen bin ich von dieser Schule dann wieder geflogen. Und der Grund meiner Entlassung war ja klar. Dass ich nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft im preußischen Sinne ähnlich dem Roboter, der Ja und Amen sagt und die Vokabeln lernt und andere verpfeift, so wie ein Hilfsscheriff des Lehrkörpers, doch insgesamt recht aufwendig wohl war. Schüler und Schülerinnen, nicht nur dieses Hause, besprecht das Lied mal in eurer nächsten Pause. Die sagen zwar, dass eure Noten mal fürs Leben wichtig seien. Ich bin Musiker und glaubt ihr, ich kann Noten lesen? Ich kann euch sagen, ich hätte viel früher drauf scheißen sollen, hätte viel früher die ganze Welt bereisen sollen. Macht doch, was ihr wollt, aber eines prägt euch ein. Ihr müsst nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft im preußischen Sinne ähnlich dem Roboter, der Ja und Amen sagt und die Vokabeln lernt und andere verpfeift, so wie ein Hilfsscheriff des Lehrkörpers, doch insgesamt recht aufwendig wohl sein. Diese Schweine!